Halli, hallo, Hallöle, da bin ich wieder, euer Döskopp, und es geht endlich weiter mit Project Diablo 2, Season 5, unserem Solo-Self-Found-Run. Genau, wir waren das letzte Mal, glaube ich, in Akt 2 Hölle angekommen, haben da schon ein bisschen was gemacht und dann Häuschen eingelegt, genau. Gestern konnte ich leider nicht spielen, ich hatte keine Zeit, ich hatte keine Lust, ehrlich gesagt. Ich war so kaputt von den letzten Tagen. Ich habe mich um 8 schlafen gelegt und habe bis um 8 wieder geschlafen. Also einfach mal schön 12 Stunden lang durchgeratzt. Und jetzt habe ich wieder Power. Geht wieder los. Ich habe keine Ahnung, ob GS5 mittlerweile repariert wurde. Wir bleiben einfach mal auf GS4. Und ich habe den neuen Filter eingestellt, den von Chrysard. Muss ich mir jetzt mal angucken. Da stand irgendwas, dass man in-game noch was einstellen kann. Mal gucken, ob das stimmt. Eine Skillbar. Keine Ahnung. Was angucken, was das ist? Ah, okay. Es zeigt mir, welche Skills ich da drauf habe. Interessant. Nicht für alles für Optionen jetzt gibt, ey, ist ja krass. Interaction. Okay. Ah, genau, Lootfilter. Hier kann man Level einstellen. Okay, mach mal recommended, oder? Ja, ach, hallo, willkommen hier bei den Dayscapen. Ja, es gibt auch deutsche Streamer, aber nicht viele. Ich mach mal hier auf recommended. Mal gucken. Englische gibt es wie Sand am Meer, deshalb dachte ich mir, ich mach einfach mal auf Deutsch. Good to see you. Hello. So, waren wir. Genau, wir haben, glaube ich. Genau, wir brauchen noch das Vipern-Amulett und dann geht's ab. In den Harem. Einen Tag lang nicht gespielt, hab vergessen, wo ich war. Nee, ich spiele Self-Found, bis ich Baal down habe. Auf Hölle Akt 5 halt. Und dann fange ich an, ganz normal zu farmen und zu traden. Aber immer wenn es Season anfängt, dann möchte ich quasi einmal komplett selber durchspielen. Alle Akte und alles komplett selber einmal geschafft haben, damit ich weiß, jo, ich habe es geschafft. Und dann geht das Gefarme los. Ich mag das nicht so in der Gruppe, das ist mir zu viel Hektik. Und ich mag das auch nicht von irgendjemandem gerusht werden. Das ist dann so ein Gefühl, als hätte ich nichts erreicht. Und so kann ich von mir selbst behaupten, ja, ich habe was erreicht, habe das geschafft und jetzt geht das Gefarme los. Ich habe das halt, das ist Solo extra reingeschrieben, weil wenn ich ja hier streame, sieht man auch mein Spiel. Und dann springen gerne mal Leute rein und wollen helfen. Dann sage ich, danke, danke, das ist super nett, aber ich möchte gerade keine Hilfe. Ich möchte es erstmal solo machen. Aber dann, wenn ich dann an dem Punkt angekommen bin, dann können auch gerne Spieler reinspringen und dann können wir mal eine Runde zusammenzocken oder so. Aber für den Anfang erstmal solo self-found. Ne? Genau, ne? Finde ich genauso. Sollte so sein, den ersten Charakter sollte man irgendwie selber machen. Aber das sieht jeder anders. Gibt dann Leute, die rennen gleich am ersten Tag in der Gruppe los und sind dann gleich am ersten Tag Level 90, haben Diaclone gelegt, Ubers gelegt. Das schaffe ich nicht, so schwer bin ich nicht.
Normal kann teilweise noch schwerer sein als Albtraum, finde ich manchmal. Weil man auf Normal eben noch seine Skillung gar nicht so richtig ausgebaut hat. Also ich weiß, als Summoner Negro habe ich immer so eine kleine Hürde bei Diablo auf Normal. Aber auf Albtraum oder Hölle ist er dann voll easy. Aber auf Normal ist er meistens so eine kleine Hürde. Du willst mir dann was schenken? Okay. Das klingt nett. Oh, danke fürs Followen. Willkommen bei den Dösköppen. Hab ich genug von den Dingen? Balanced X? Aber ich glaube nicht, ne? Ein Homunculus. Tja, also. Leider nicht mehr zum Zocken gekommen. War einfach viel zu müde. Den haben wir schon gemacht. Ich glaube, hier geht's hoch. Ja. Sehr schön. Nee, wieso nicht? Findest du nur Müll? Wow, 29 Carruns. Warum machst du nicht einfach Maps? Ich meine, die sind doch eigentlich mindestens genauso gut, bin ich der Meinung. Keine mehr, okay. Sind die Droppenraten jetzt echt so geändert worden? Weil ich weiß von früher, ich hatte immer das Problem, dass ich zu viele Maps hatte. Ich mache eine Map und finde in der Map zwei neue. Ich habe dann am Ende, habe ich Maps weggeworfen oder halt einfach nicht mehr alle aufgehoben. Zwei so und eine Sott, Alter. Lacker. Gratulation. Okay,
Okay, haben sie vielleicht ein bisschen an der Dropchance was gefeilt oder du hast einfach das Pech. Kann auch passieren. Vier Hyrons schon, alter Scheiße. Nicht schlecht. Und bei den Schlangen muss ich ein bisschen aufpassen, die hauen ganz schön rein. Du wirst eine Ja und eine Ohm. Was sind das? Ja und Ohm. Ach, Faith. Ja, Logo. Ja, klar. Was ist denn für ein Charakter, dass du eine Infinity brauchst? Elementar gehe ich mal davon aus. Ice Barrage. Spork. Ice Barrage, ist das ein neuer Skill? Stay a while and listen. Sagt mir gerade gar nichts. Bin neu? How may I help you? Oh, was ist hier drin? Gibt es nur ein PT2? Echt? Ich spiele ja auch PT2. Ja, aber ich meine, ich kenne das Skill irgendwie gar nicht. Ist der jetzt diese Season neu gekommen oder ist der schon älter? Ich habe letzte Season auch Necro gespielt, vielleicht habe ich es da verpasst. Zwei zu Feuer Skills, eins zu Frozen Orb, zwei zu Fireball. Naja, bringt glaube ich nicht, oder? Ich hatte mal eine Chart, aber die war von der letzten Season. Keine Ahnung, ob die mittlerweile noch aktuell ist oder wieder gilt oder so. Moment, ich gucke mal, wo ich die habe. Lesezeichen. Hier. Steht auch da, dass die jetzt für Season 5 ist, aber keine Garantie, dass die auch wirklich offiziell ist. Steht auch da, unoffiziell natürlich. Ist von Lucky. Lucky Luciano. Aber ich orientiere mich eigentlich immer so ungefähr an seiner Liste. I've heard that you are responsible for banishing. I've been researched. Greetings. Excellent. Los, wenn du wächst für Ohm Cubes. Okay, hello. Ja, glaube schon. When the I have heard of. Good day. Ja,
Jo, kein Problem, aber es hält sich natürlich nicht jeder an diese Liste, ne? Also, immer da oben sollte das schon so ein grober Vergleichswert sein. Ende letzte Season war ja sowieso komplett wild, ne? Da war einfach alles Mögliche wert. Man hatte ja kaum noch jemanden zu traden, da konnten die Leute verlangen, was sie wollten. Das war Wahnsinn. Das wäre fast mein erster Tod geworden. Junge, Junge, Junge. Alter. Ist denn hier nicht richtig? Da wäre ich fast weg gewesen. I bet you wonder. Good day. How do I know I can? Welcome to my shop. Ja, ich glaube, da war irgend so eine Elementar-Aura und meine Resis sind halt noch nicht so prall. Merkt man das schon ganz schön. Gar nicht so eine Blitz-Aura oder sowas. Dann gehen wir mal weiter. This is fantastic. I wish I had time to study this bizarre dimension. Ja.
was wollen wir wetten, dass es dann der vierte Weg ist? Dreimal falsch gegangen? Hm? Ist doch eigentlich immer so beim Summoner. Pelletbow, wird das benutzt? 15% ED, Pelletbow? Aufheben oder wegschmeißen, was meint ihr? Hält aber aus, ne? Ja, du kannst Faith auch genauso gut in eine Armbrust reinschmeißen. Für deinen Merc halt, ne? Kommt natürlich drauf an, was du für. Ob du einen geilen Bolzen hast oder ob du geilen Köcher hast. Dann nimmst du dann dementsprechend Armbrust oder Bogen. Frage ist bloß, Pellet Bow. Ich glaube, der ist zu niedrig, oder? Nimmt man da nicht, wenn dann überhaupt diese, wie heißt die, Demon Crossbow? Oder Demon War Machine? Ach, ich weiß nicht, warum das mit Demon? Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Boah, 15% ED, weißt du? Ich heb ihn erstmal auf, mal schauen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob sie das, ob sie die Breakpoints gefixt haben. Denn in Season 4 gab es ja das Problem, dass die vergessen haben, die Breakpoint-Limits einzubauen. Und deshalb war, wenn du dann über den höchsten Geschwindigkeits-Breakpoint drüber warst, bist du trotzdem immer schneller geworden. Und deshalb waren dann halt Bögen natürlich sehr viel besser als Armbrüste. Aber wenn sie die Breakpoints jetzt gefixt haben, dann könntest du theoretisch mit einer massiven Armbrust auch gut dabei sein. Ist halt die Frage, ob das gefixt wurde oder nicht, ne? Aber ich glaube, man geht trotzdem meistens eher auf den Bogen, weil es kommt nicht wirklich auf den Schaden bei ihr drauf an, es kommt darauf an, dass sie schnell schießt und dass sie sich mit jedem Schuss halt heilen kann, ne? Life Leech. Aber ich habe die Change Notes oder die Patch Notes halt nicht genug gelesen. Ich weiß nicht, ob sie das Breakpoint-Problem gefixt haben oder nicht. Was? Realm Restart in 30 Minuten? Immer wenn ich gerade streamen will. Ohne Witz. Ich wollte schon vor knapp einer Stunde oder so, weil die streamen. Schalt gerade an. Server down. Na gut, 30 Minuten reicht ja noch. Bis dahin schaffen wir Duriel, glaube ich. Kommt drauf an, wie viel Glück wir mit dem Weg jetzt haben, wann wir den Summoner finden. Mir auch endlich mal eine gescheite Rüstung bauen, also
irgendein simples Runenwort wie Löwenherz oder wie Smoke. Ich vergesse immer die Rohlinge dafür aufzuheben. Jetzt so langsam merkt man es schon mit den Resis, ne? Die müssen voll sein auf Hölle. Sonst tut's weh. Vor allem, wenn wir dann später zu den Souls kommen, eventuell in Akt 3, spätestens in Akt 4, dann möchte ich dann schon irgendwie Max Blitzrays haben. Schön, dass die Geister jetzt endlich gefixt haben. Ne? Ich denke, das wisst ihr auch. Wenn ihr jetzt die Geister hier tötet und die sterben außerhalb des begehbaren Bereichs, dann verschwinden die Drops nicht mehr, die landen dann auf dem begehbaren Bereich. Das finde ich schön. Das war mal nervig. Killst du aus Versehen mal einen Geist, also einen halben Millimeter außerhalb und kriegst du nichts dafür. Der war auch wieder falsch. Eine Pool! Yay! Meine erste, sag ich mal, halbwegs ordentliche Rune. Ich gehe jetzt nicht nochmal den ganzen Weg zurück. Müssen wir uns mal ein bisschen beeilen, dass wir es noch vor dem Realm Restart schaffen. Wir haben 93 Sorcerers down auf Hardcore. Der dritte Weg war es. Okay, haben wir noch mal ein bisschen Glück gehabt. Thank you.
Seeker. You must. I hope that. Good evening. Stay a while. Listen. Na, jetzt leckt's irgendwie. Cool, die kommt dann unter die Lämmer, ne? Genau. Vergess immer, wo die sind. Kreis mit Halbkreis war, glaube ich, hier auf der rechten Seite irgendwo. Kreis und Halbkreis, ja. Ungefähr wusste ich es noch. Minuten sollten eigentlich locker reichen, jetzt noch Durio zu finden und Platz zu machen. Kriegen wir hin. Dann je nachdem, wie lange dieser Restart ist, können wir eigentlich direkt weitermachen oder ein kleines Häuschen einlegen, ich weiß es gar nicht.
Leute Gift? Das schrecklich ein. Ein paar Statuspunkte über, stelle ich gerade fest. Tell me your troubles. Ein paar über, ne? 150 ungenutzt. Greetings. There's nothing the right potion can't cure. Na dann wollen wir mal. Real. Oh, hier. Könnte ich das vielleicht benutzen? Nee, viel zu viel Stärke. Aber wie gesagt, ich muss mir demnächst mal irgendwie einen Smoke bauen. Oder vielleicht ein Löwenherz. Irgendwas, was richtig schön Resis bringt. Ich glaube, Smoke kann bis zu 45 oder sowas haben. Aber das wäre nicht schlecht. Läuft eigentlich ganz gemütlich. Der Duriel ist auch nicht schwer. Duriel hält bloß viel aus. You may enter the palace.
You have done very well. This is terrible. Hello? Nur 32 Stärke. Aber hat zumindest ein paar Basis und so, aber ich weiß nicht. Naja. Mach mir dann wie gesagt demnächst einfach einen Smoke. Aber ich finde halt nicht die richtigen Sachen dafür, ne? Ich bräuchte einfach mal nur eine gescheite Base. Mit Duril habe ich immer ein Vamp mit Iron Maiden gekauft. Damit ging die mega flott. Achso, ja, okay. Iron Maiden geht natürlich auch. Oh. Na dann, ab in Akt 3. Greetings. I'm Jaren tells me I... Good to see you. Das Video, das haben wir uns ja angeguckt beim Normal-Durchspielen. Wer es nochmal sehen will, guckt sich einfach mal das alte Video an. Ansonsten findet man die auch überall auf YouTube. You now... Hello. Und beim Normal-Durchspielen habe ich mir nochmal alle Videos angeguckt. Das war schön. Das ist, weiß ich nicht. Das ist ein völlig anderes Gefühl, als wenn man einfach nur so durchrasselt und alles platt macht. Ne? Einfach mal schön das Video angucken und ein bisschen entspannen. Dann habe ich leider keinen Bone Armor mehr. Aber es ist ja nicht so schlimm. Ach doch, ich habe hier noch Bone Armor. Aber den würde ich mir nehmen. Guck dir mal diesen Stab an. 2 auf Necromancer Skills, 3 auf Dark Pact, 3 auf Bone Spear. Also für Dark Pact wäre der richtig geil. Aber ich nehme ihn jetzt halt bloß wegen den 2 Necro Skills. Ist besser als plus 3 auf Skeleton Warriors. Ich habe noch keinen gescheiten Stab. Geht noch 2 auf Necro-Skills. Passt. Kann ich vielleicht sogar später irgendwann mal verticken, wenn irgendjemand einen 5er Dark Pact braucht. Warum auch immer. Das Spiel sagt zumindest Dark Pact Wand. Vielleicht ist der gut zum Verkaufen. Weiß ich nicht. I've not. 8 Minuten lohnt sich eigentlich gar nicht mehr hier rauszulaufen, weil man in 8 Minuten keinen Wegpunkt finden wird. Aber ja, gucken wir trotzdem. Eine Jade-Figurine, was das wohl ist?
Oh Gott. Oh Gott. Souls. Ich hasse es, wenn die Souls schon in Akt 3 kommen. Und ich bin noch nicht vorbereitet. Meine Lightning Radies sind scheiße. Brauche ich ernsthaft mal ganz fix einen Smoke. Ich habe einfach keine Basis dafür. Ich glaube, ich habe noch eine rumliegen, aber jetzt 120 Depth, das ist ja ein Witz. Gott, jetzt muss ich es vielleicht einfach mal machen. Wenn ich die Rune überhaupt dafür habe. Ich glaube, ist da nicht irgendwo eine Lung drin? Nee, das ist Löwenherz, oder? Hey, Lungfall. Was war ein Smoke nochmal? Ich guck dann gleich nach. Dann will ich einfach mal. Vielleicht mache ich dann. Ich mache als nächstes doch eine Sorg. Und dann laufe ich vielleicht ein bisschen mit Katan rum. Zum Spaß. Am Anfang. Ich weiß es noch nicht genau. Ich bin noch unentschlossen, was der zweite Charakter wird. Also der hier wird definitiv zum Mappen sein und ganz entspannt halt rumlaufen mit meinen Skeletten. Das macht mir am meisten Gaudi. Und für. Na, kommt schon eben auf. Für Ubers und sowas möchte ich mir noch irgendwie einen zweiten Charakter machen. Da wäre ich fast verreckt. Bin bis jetzt noch kein einziges Mal gestorben. So, ich würde sagen, Servers gehen jetzt in 2 Minuten down. Dann mache ich ein kleines Päuschen. Hello. Noch kurz mal bei meinen Runen rein. Die werde ich gleich in den Runen-Wizard eintragen. Also ich habe bis auf Eld alles runter bis zur Io, dann eine Co, dann eine Lem, dann eine Pool. Mal schauen, ob ich irgendwas daraus bauen kann. Keine Ahnung. CE-Mapper, nee. Ich werde keine andere Skillung beim Necro benutzen, außer diese. Das ist meine Art und Weise zu spielen. Sorry. Ich weiß, dass es viele coole andere Skillungen gibt, aber ich möchte meine große Skelettarmee haben. Deshalb heißt der Charakter auch Army. Und das ist mir einfach das entspannteste, beste für mich, was für mich am besten funktioniert. Ich benutze so gut wie gar keine Flüche, wenn mal dann halt mal vielleicht ein Amplify. Aber da ist auch bloß ein Punkt drin. Und ansonsten lasse ich alles meine Viecher machen. Und ich gucke bloß zu, lehne mich zurück, entspanne mich. So mappe ich halt. ich weiß, dass es nicht das effizienteste ist. Ich weiß, dass es nicht das schnellste ist. Aber ich mache es halt so. nur ist jetzt die Frage, was würde ich dann machen für einen Uber-Charakter? Allgemein so für Uber, für D-Clone, vielleicht irgendwann mal Ratma. Das weiß ich noch nicht. Ich dachte eventuell, ich habe mal gehört, eine Wurfstein-Assassine wäre da nicht schlecht. Vielleicht probiere ich das. Oder ich müsste mich jetzt mal reinlesen, was jetzt in Season 5 halt gut ist. Aber der Necro, der bleibt halt einfach nur Army. Also 20 Krieger, 20 Mastery, 20 Magier, 20 Archer, 20 Golem Mastery. Quasi. Komplett Army. So, ich guck jetzt mal in den Rune Wizard. Poison ist Meta für Ubers, ja?
Okay. Poison Necro oder allgemein Poison? Wie gesagt, ich mache nicht noch einen zweiten Necro. Irgendwie blöd. So, ich gebe jetzt mal ein. Also. Cool, habe ich jetzt noch gut. Was kann ich bauen? Ein Treachery könnte ich bauen. Was bringt mir das? Eigentlich nichts. Problem ist, dass ich keine Lumm habe und keine Pfahl, ne? Mit Hehl, Lumm, Pfahl könnte ich mir ein Lionheart bauen. Das bringt zumindest 20 bis 30 Resi, das ist gut. Und mit einem Smoke, da fehlt mir auch die Lumm. Nave und Lumm. 30 bis 45 Resi. Ja, ich würde mir liebend gerne Smoke bauen, aber mir fehlt die Lumm. Ein Mist. Poison Java wäre sicher sexy. Kann ich probieren. Könnte ich machen. Warum nicht? So, sind die Server jetzt wieder da? Warteschleife. Klingt nicht gut. Sind wahrscheinlich noch nicht da. Naja, warten wir halt ein bisschen. So ein Restart dauert auch nicht ewig. Immer schlimmer. Was ist, wenn ich den Server nicht auswähle? Naja, okay. Müssen wir ein bisschen abwarten. Ich kann es kaum erwarten, bis die neue Trade-Zeit dann hier aktivieren. Oder die neue Trade-Funktion. Dass du dann direkt aus deinem Account auf die. Du kannst dann direkt in dem Account dann auswählen, welcher Charakter, welches Item, boom. Das ist echt geil. Oh, Lost Connection. Moment. Mach bloß mal das Bild weg, dass man den Login nicht sieht. Weil es eigentlich egal ist, ne? Müsste ja eigentlich egal sein, oder? Wenn man mich anschreibt, sieht man auch meinen Accountnamen. Wenn man mit mir tradet, sieht man auch meinen Accountnamen. Gibt es da irgendwas zu verbergen mit einem Accountnamen? Also irgendein Grund, warum man den Login-Bildschirm nicht zeigen sollte? Fällt kein Grund ein, warum nicht. Ihr seht ja das Passwort nicht.
Kann man auch Singleplayer spielen. Open Battle.net sollte ja eigentlich nicht funktionieren, weil man ja. Ein Patch? Achso, ich dachte, die machen einfach bloß einen kurzen Restart. Moment. Wenn die jetzt echt einen Patch machen, dann mache ich den Stream erstmal aus. Ich dachte, es gibt nur einen Restart. Apply a Patch. Oh, wirklich? Mal gucken, was gibt's hier Neues? Season 5, Patch 2. Die Game-Server-Zahlen wurden geändert. Ja, wir wissen ja schon, dass die GS5 rausgenommen wurde, also zumindest nicht mehr EU ist. Mal schauen, was jetzt die neuen Reihenfolge sein wird. Cold und Fire Enchant werden erhöht. Battlecry AOE wird auch erhöht. In mehrere Map-Monster wurde das Parthing geändert. Fliegende Monster zu Bodenparthing, also dass die auf dem Bodenweg suchen, nicht irgendwie, warum auch immer. Vielleicht damit sie nicht außerhalb der Map sterben oder sowas. Ruinen von Vision wurde die HP der Minions dort von dem Boss reduziert, okay. Ah, Map-Bosse. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend konnte man Map-Bosse stunlocken und knockbacken, zurückschleudern. Das kann man jetzt nicht mehr. Was gibt's noch? Was sind denn Gastmonster? Es gab wohl irgendein Bug, dass irgendwie die falschen Monster in Dungeons gespawnt sind bei bestimmten Affixen. Das wurde jetzt gefixt. Dungeon Monster. Okay, die Dungeon Monsters treffen jetzt dich besser und haben auch mehr Piers. Okay. Decoy zählt jetzt als Magic Skill. Was ist ein Decoy? Ist das von der Amazone das oder ist das von der Assassine? Decoy, ist das der vor dem Schattenmeister, der schlechtere? Nee, ich weiß es nicht genau. Bin mir nicht ganz sicher, aber Decoy ist jetzt ein Magic Skill. Dragon Claw, Tooltip und Character Sheet zeigen jetzt den richtigen Schaden an, okay? Die neuen Season 5 Maps werden jetzt richtig droppen, okay? Die sind wohl vorher nicht ordentlich gedroppt. Korlix, das ist einer dieser drei Uran auf dem Mount Ariad. Korlix Sprungattacke macht jetzt weniger Schaden in Normal, Albtraum und Hölle. Talik, das ist der andere, der Wirbelwind, macht jetzt auch weniger Schaden. Und es wurde ein Bug gefixt, das hat jetzt nur Singleplayer, interessiert uns nicht. Fixed Crashing when leaving Uber Ancients. Okay, es gab wohl Crashes, wenn du die Uber Ancients besiegt hast oder draus gegangen bist. Und Uber Ancients Materialien kann man jetzt im Cube aufteilen. Larsox Puzzle Piece kann man jetzt auch aufteilen mit dem Cube. Und es gibt so einen Befehl, Punkt Roll. Decoy ist Amazone, Dankeschön. Es gibt so einen Befehl, Punkt Roll. Das machen Leute manchmal einfach nur, um quasi Schere, Stein, Papier zu spielen. Wenn irgendwas droppt, sagst du, wer den höheren Roll kriegt, der kriegt den Drop. Du gibst einen Punkt Roll und dann wird eine Zahl gewählt, random zwischen 0 und 99. Das wurde jetzt geändert auf 1 bis 100. Warum auch immer. So. Ja, und die Servers sind schon wieder da. Seht ihr mal, das so schnell ging das. Ich hab mir bloß mal die Änderungen durchgelesen und wir können direkt weiterspielen. So. Also, der GS5 ist doch wieder Europa Nord.
Weiß ich doch gar nicht. Ich muss wahrscheinlich das Spiel einmal ausmachen, wieder anmachen, damit der Patch auch runtergeladen wird. Genau, jetzt steht da Updating. Ja genau, jetzt ist 5 Asia East. Es gibt kein Europa Nord mehr? Das finde ich scheiße. Europa Nord war für mich das Beste. Weil Europa West steht, ich weiß nicht wo, irgendwo Frankreich oder Spanien oder sowas, keine Ahnung was. Und Europa Nord bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich bin sogar der Meinung, es war sogar Deutschland. Aber selbst wenn es nicht Deutschland ist, dann ist es im schlimmsten Fall Dänemark. Und Dänemark ist trotzdem näher als Spanien oder sowas. Zumindest für mich. Also Europa Nord war immer der beste Server für mich. Finde ich jetzt ein bisschen schade, aber na gut. Da müssen wir mit klarkommen. Vielleicht haben sie jetzt einen Europa West, der in Deutschland steht. Vielleicht. Wer weiß. I've read Legend. Yes. Aha. Naja, jetzt kannst du GS5 nicht mehr machen. GS5 ist jetzt Asien. Also bringt dir nichts. Musst du GS4 machen. Wir sind jetzt alle auf GS4. Alle Europäer. Es gibt keinen Europa-Nord mehr. Leider. So, live. 571, sehr schön. Never forget. Stay a while and listen. Nervensäge. So, was haben wir denn hier? Guck mal, ganz in Ruhe. Das ist Mist. Das ist auch Mist. So. True Silver, Maiden Javelin. Okay. Rushing Blow. Wenn ich eine Gift-Java mache, könnte ich ja den vielleicht erstmal tragen. Aber keine Ahnung, was es da Besseres gibt. Aber der ist Level 20, also ich kann den relativ früh tragen. Mal schauen. Der füllt sich aber nicht auf, oder? Gibt's hier Quantity? Ja, 39. Das finde ich halt immer nervig mit diesem Quantity. Du kannst halt nicht so viel angreifen, wie du willst, ne? Und die blöd gemacht, finde ich. Ja, einen schönen Speer, dachte ich mir auch schon. Ich kann mich auch erinnern, da gibt es irgendwie einen Speer mit richtig 4 auf Gift oder irgend so ein Zeug, ne? Da gab es irgendwas. Habe ich jetzt hier Katan? Mesh, was ist ein Mesh? Das ist der Mesh. Siegel und Visage. Ja. 3 Katan-Teile. Bringen nichts, aber hey. Quantity wird doch nicht verbraucht. Doch, doch, die wird verbraucht. Quantity wird verbraucht. Deshalb ist ja der. Wie heißt denn der? Titans, also irgendwas mit Titans. Deshalb sind ja die Titans so geil, wenn du die ätherisch hast. Weil Titans füllen sich selbst auf. Alle 20 Sekunden oder so kriegst du eins zurück. Und ätherisch für mehr Schaden. Aber wenn es erstmal verbraucht ist, ist es weg. Dann ist die Waffe für den Arsch. Aber weil Titans immer Selbstauffüllung dabei hat, ist ätherischer Titans halt richtig geil. Ne? Bei jeder anderen Wurfwaffe würdest du halt nicht ätherisch nehmen und dann kannst du sie einfach beim Schmied reparieren lassen, also auffüllen lassen dort. Aber bei Titans kannst du ätherisch nehmen, weil die sich selber wieder auffüllen. Deshalb spiele ich so ungern Wurfspeer-Amazone und allgemein Bogen-Amazone und sonst was, weil man immer schauen muss, wie viele Pfeile habe ich jetzt noch dabei, wie viele Bolzen habe ich jetzt dabei, wie viele Wurfspeere habe ich dabei. Finde ich immer so nervig. Habe ich schon immer gehasst. Also weiß nicht, Amazone ist so eigentlich meiner
Ein Hasscharakter. Kann den nicht ausstehen. Aber Giftspeer wäre ja dann Melee. Da wird nichts verbraucht. Das könnte ich mal ausprobieren, wenn du meinst, das wäre geil. Ich weiß gar nicht, wer von euch beiden gesagt hat, das wäre geil, aber... Könntest du ja mal ausprobieren. Pfeile werden aber nicht verbraucht, du hast endlos viel. Ist das neu? Ich meine, bei der ist es klar. Ach stimmt, die haben die ja geändert. Früher war das ja eine Anzahl. Jetzt ist es ein richtiges Item mit Stats. Aber früher war das ja eine Anzahl. Ne? Früher musste man mehrere Köcher, mehrere Bolzen mit sich rumschleppen. Da hast du recht, das haben sie ja geändert. Ja, das sind jetzt keine richtigen Pfeile mehr, das ist jetzt ein richtiges Item mit Stats. Früher hatten die ja keine Stats und hatten einfach nur eine Anzahl. Und jetzt haben die keine... Doch, die haben immer noch eine Anzahl, 91. Die haben immer noch eine Anzahl, aber beim Merc wird ja nie was verbraucht. Das kann man ja auch ätherisch machen. Wie das aber bei der Amazon ist, weiß ich nicht, ob es da verbraucht wird. Da ich selber noch keine gespielt habe, weiß ich das nicht. Aber ich weiß, früher beim normalen Diablo 2, da wurden die verbraucht. Da musste man manchmal mehrere Köcher im Inventar rumschleppen. Viele Köcher verderben den Brei. Da kommt er wieder, der Klugscheißer. Hallo, myself. Schön, dass du reinschaust. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das jetzt ist bei der aktuellen Season und allgemein bei PD2. Aber früher beim normal Vanilla Diablo wurden Pfeile und Bolzen verbraucht. Definitiv. Deshalb habe ich die Amazone immer so gehasst. Aber wenn die jetzt nicht verbraucht werden, dann ist cool. Und die haben immer noch eine Anzahl, wie gesagt, ne? Der Bolzen hier hat eine Anzahl, 91. Bloß beim Merc wird da nicht verbraucht, weil ein Merc nie irgendwie was verbraucht. Ich habe jetzt übrigens endlich meinen dritten Bildschirm mit angeschlossen. Gestern kam der Adapter an, DisplayPort auf HDMI. Jetzt habe ich endlich wieder drei Bildschirme. Ja, ich hätte wahrscheinlich den PC nicht in die Reparatur schicken sollen. War einfach blöd. Aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. War ja auf jeden Fall nicht normal, was dort passiert ist, wie der einfach rausgegangen ist. Und mit dem Backup-PC läuft es doch überraschend gut. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich vielleicht ein paar Probleme kriege beim Stream halt.
wegen dem Rendern. Aber es läuft. Dass Diablo an sich kein Problem wäre, war mir ja klar. Aber mit den Rendern weiß man nicht, wie viel das an Ressourcen frisst. Wie gut die Grafikkarte das ab kann und so. Aber ich hatte Glück, hier ist halt auch noch eine Nvidia drin und eine nicht allzu alte Nvidia. Die unterstützt auch dieses Nvidia N-Bank irgendwas Hardware-Encoden. Und das frisst halt doch deutlich weniger als das Software-Encoden. Da geht es eigentlich recht gut. Und wenn dann mein richtiger PC wieder zurückkommt, dann muss ich OBS nochmal komplett neu einrichten. Ach du Scheiße. Ich bin froh, dass ich es jetzt gerade zum Laufen gebracht habe. Ich muss alles wieder neu machen. Noch mehrere von denen, wo sind die Leichen? Bill. Hallo Bill, wie geht's dir? Black Leech. 5 Weaken on Striding, Enhanced Damage, Maximum Damage, Life Stolen. Also das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? Wenn ich wirklich so eine Java anfange. Perfekte Chance Guards. Gratulation. 40, oder? 40 MF? Also ich denke, das könnte ein relativ guter Stab sein, wenn ich doch so eine Java anfange. Zumindest bis ich was Besseres finde. Sieht nicht schlecht aus. Was meinst du? Guck mal hier. Black Leech Blade. Hat Weaken drauf, Enhanced Damage. Gut, das ist ein bisschen niedrig, 142 plus. Enhanced, dann Maximal Damage und Life Leech. Ab Level 42, also in Albtraum, kann ich das dann tragen. Nee, ich habe doch gesagt, ich will nicht Wurfspeer. Ich habe gesagt, Wurfspeer ist scheiße, weil das ja verbraucht wird. Einer von euch beiden hat gesagt, Poison Java, also Zustechen, Pieks Pieks, wäre gut für Ubers. Deshalb dachte ich, vielleicht mache ich eine Poison Java, aber keine Wurfspeer. Ich will keinen Wurfspeer, ich habe das erzählt, dass Wurfspeere scheiße sind, weil die verbraucht werden. Nur ein Titans wird nicht verbraucht, weil der sich selber regeneriert. Ach so, mit der Poison Java macht man werfen? Ich dachte, man nimmt einen Zweihandspeer. Was denn jetzt?
Wurfsperre werden auch nicht verbraucht. Das ist neu. Also, oder Project Diablo 2. Wie gesagt, ich habe in PD2 habe ich noch nie eine Amazone gespielt. Weil ich Amazonen von Vanilla Diablo 2 hasse. Ne? Und ich hasse Amazonen von Vanilla Diablo 2, weil ich weiß, Wurfsperre werden verbraucht, Pfeile werden verbraucht, Bolzen werden verbraucht. Und ich kann das nicht ab, wenn ich dann, wenn ich kämpfe und dann irgendwann ist meine Wurfressource alle. Deshalb hasse ich die aus Vanilla und ich habe sie halt hier nie ausprobiert. Aber gut zu wissen, in PD2 wird es nicht verbraucht. Dann könnte ich vielleicht irgendwann mal eine ausprobieren. Aber wie gesagt, standardmäßig Vanilla wird es verbraucht. Deshalb ist ja der Titans, sind ja die Titans so geil, wenn sie ätherisch sind, weil sie sich da selbst auffüllen. Müsste dieses Giftding sein, ne? Der Giftpanzer. Venom Ward. Oh, minus 5. Das ist der schlechteste Venom Ward überhaupt. Overburdened. Impossible. Ist schon irgendwie lästig, wenn man keine Lunge hat. Gleich in die Stadt gehen, sowas ablegen. Ah, good evening. Yes. Ich hebe mal so ein paar Sachen auf. Ich weiß noch nicht, was für einen Charakter ich mache. Vielleicht kann ich dann irgendwas davon gebrauchen. Hier könnte ich theoretisch einen Smoke reinmachen, wenn ich mal endlich eine Lump finden würde. Keine Ahnung, das ganze Zeug muss ich dann mal wegschmeißen wahrscheinlich. Ich dachte mir bloß, eventuell kann ich ja irgendein halbes Set oder so auf meinen Merc schmeißen. Aber da hat sich bis jetzt noch nichts zusammengefunden. Ja, sorry, ne? Aber das macht das Self-Found halt aus, ne? Also, wenn man keine Lumen findet, dann hat man halt keine Lumen. Muss man damit leben.
Vielleicht finde ich keine Lungen, bis ich Ball bewegt habe. Vielleicht finde ich direkt vor ihm eine. Das werden wir dann sehen. Sag mal, ich habe ja noch halbwegs gute Redis. Dafür, dass ich eigentlich scheiß Equipment habe. Weil ich hier halt alles vollgeklatscht habe mit Resistenzen. Alles voll. Das macht es aber auch interessanter, weißt du, wenn man alles hat, ist es so easy. Und mit dem Neko ist ja sowieso schon eigentlich relativ einfach. Underground, na, nicht schlecht. Das ist ein guter Anfang. Wo bist du jetzt gerade? In Albtraum oder bist du noch auf normal? Zwei Albtraum. Okay. Also die untoten Krone, die kannst du sehr, sehr lange nutzen. Ja genau, was für Stats? 3-3? Wow. Kannst du auf jeden Fall nutzen, bis du irgendwann mal einen Sharko oder sowas findest. Naja. Akt 3 fast durch, ja. Akt 4 und 5 werden auch nicht so schwer. Baal könnte so ein kleines Hindernis sein, ich weiß es nicht. Aber ich denke, das schaffen wir. Ich hätte halt gern noch Max Resis. Da wäre ein Smoke richtig geil. Also, er kann ja 30 bis 45 Resis haben. Dann bin ich bis auf Gift überall voll. Black Marsh. Black Marsh, meinst du hier Gräfin oder was? Farmen. Ich würde es ja gerne erstmal versuchen, ohne zu farmen. Einfach nur einmal durchrennen. Weißt du? Aber wenn ich farmen muss, ja, dann. Ja. Aber ich denke, wir schaffen das ohne Farmen. Einfach so, wie wir es gefunden haben, kommen wir direkt durch. Das ist ja das Schöne an dem Neko, der schafft das. Der ist nicht der Schnellste, aber dafür schafft er das.
Und Stefan, wenn du Probleme mit Resistenzen hast, ne, einfach jeden einzelnen Charm aufheben und checken. Wenn der Resis hat, egal wie schlecht, mitnehmen. Und wenn du irgendwann mal voll bist und du findest einen besseren, dann austauschen. Also Resistenzen sollten eigentlich kein Problem sein, wenn man wirklich jeden Charm mitnimmt. Später wird dann das Problem sein, wenn ich dann irgendwann mal Skiller bekomme, verliere ich dann diese Resistenzen, aber dann muss ich die durch Ausrüstung ausgleichen. Und da hat man dann auch die bessere Ausrüstung. Du brauchst keinen Life, du brauchst Resis. Ein plus 2er GMB. Plus 2 will keiner. Braucht immer plus 3. Dann der Git bin. Weißt du manchmal, ob es ein Aura-Cap gibt? Nee, es gibt keine Anzahl an Auren. Nee, du kannst so viele Auren
haben, wie du willst, aber ja. Wenn du zu 8 spielst und jeder hat 4 verschiedene Auren, dann kannst du 4 mal 8 Auren haben. Aber so viele gibt es, glaube ich, gar nicht. ein Wizard Spy. Ja, ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Wenn man einfach mal nur Resis braucht. Und so schnell rumteleportieren oder sowas, ne? Bringt mir jetzt eigentlich nichts, um ehrlich zu sein. Aber aufheben kann man den schon. Vielleicht kriege ich dafür später auch noch eine Kleinigkeit. Aber viel sind die auch nicht wert. Ein Gravespine ist ein Stab für einen Necro. Jetzt nicht unbedingt der beste, aber für den Anfang ist er relativ gut. Solltest du nehmen, wenn du noch keinen gescheiten hast. Was habe ich hier? Pierce, Cold, Life, Crush. Pierce, Lightning, Life, Resis. Pierce, Damage, Knockback. Bin mir nicht ganz sicher. Resistenzen sind eigentlich ganz cool. Das Ding würde ich nicht nehmen. Das. Mal gucken, ich probier's mal aus. Was ist das hier? Er ist schlechter. Ich glaube, die kann ich hier langsam alle ausmisten. Momentchen mal. Also, wenn das mache ich sowieso nie voll. Braucht sowas irgendjemand? Nee, ne? Spirit-Schwert macht doch keiner, oder?
Ein Spirit Shield. Macht überhaupt noch irgendjemand Spirit Shield? Ist doch so genervt, oder? Also, da die es ja von 2 Skills auf 1 Skill runtergemacht haben, benutzt das eigentlich keiner, ne? Manche machen das ja. Okay. Dann Death, das kann weg. Die alte Lore kann ich wegschmeißen, oder? Oder Stefan, willst du die dann haben? Ich habe noch 2 alte Lore-Helme. Gib's mal auf. Arcana kann weg. Hier dachte ich halt vielleicht mal ein Löwenherz rein, aber mittlerweile ist das Ding auch schon total veraltet. Mal schauen. Hier dachte ich eventuell mal ein Smoke rein. Mal wie das Gürtel. Angriff ist Müll. Sigon wollte ich einfach bloß mal voll machen, bloß so zum Spaß. Katan wollte ich auch einfach mal zum Spaß einfach nur voll machen. Isenhardt ist totaler Müll. Stimmt, du hast eine Krone. Nee, ich will den Homunculus noch nicht haben. Sehr nett von dir, aber ich mache erstmal die Story durch. Rennt ja nicht weg. So, Irata kann eigentlich weg, oder? Vidala kann auch weg. Bei dem Pelletbomb weiß ich halt nicht. Pelletbomb mit 15 ED. Ob das irgendjemand gebrauchen kann oder nicht. Und so ein Salamander. Finde ich auch nicht besonders, oder? Pelletbomb 15 ED ist Trash, ja? Ja. Ein Salamander, sowas aufheben oder nicht? Eigentlich nicht, ne? Ich glaube, Zweihandwaffen ist sowieso immer scheiße für das Sorg. Die wollen eigentlich Schild und Einhand. Gut. Ach, Steff, du musst einstellen, wenn du einen Spieler stellst, musst du den Haken rausnehmen bei maximal Level-Differenz und maximal Spieleranzahl. Du hast wahrscheinlich standardmäßig eingestellt maximal 4 Spieler und maximal 4 Level-Differenz. Musst du alles deaktivieren. Raya Jungle, hier ist er schon, da gibt es den. Can tell me more about it. Also ich weiß nicht, ich finde das nicht sehr powerful. Miserable Stats. This is a powerful weapon. Ein Edelsteinschrein. Da sage ich nicht nein. Dankeschön. Ganz kurz was im Discord machen.
Okay. Kann weitergehen. Die mag ich gar nicht. Ich glaube, die kann keiner leiden, oder? Diese explodierenden Puppen. Diese Dolls. Genau deshalb kann ich ihn nicht leiden. Arlins Gehirn. This is... Stay a while and listen. Stay a while and listen. You have done... This magic ring, yes? Ja, dieser Magic Ring ist Müll. Aha, Javelin and Spear Skills. Davon haben wir, glaube ich, schon einen, ne? Genau. Venomward, lohnt sich das aufzuheben? Nee, ne? Selbst wenn ich einen Giftcharakter machen will, dann finde ich bis dahin einen besseren als den hier. Der hat minus 5, der hat minus 15. Da finde ich einen besseren bis dahin. Nicht gesehen, dass meine Söldnerin gestorben ist. Und meine Skelette sind auch ganz schön viele gestorben. Hello there. Now that fewer greetings. Hab ich gar nicht gesehen. Okay.
Ja, diese Maps sind immer so riesig, oder? Gerade Akt 3 ist einfach irgendwie lästig, finde ich. Vor allem, wenn man eben alle Wegpunkte mitnehmen will. Wenn man einfach nur durchrennen will, dann geht das. Aber wenn man alle Wegpunkte mitnehmen möchte, man hat Pech und läuft halt die richtigen Wege und muss dann nochmal zurücklaufen und den falschen Weg laufen, dann kann das schon manchmal ganz schön lange dauern. Na? Weil jetzt will der Server nicht. Grandchild. Müssten dann eigentlich gleich. Ja, genau, hier. Ich bin schon. Oder? Nee. Doch nicht. Ich dachte jetzt, hier diese. Ach schon, dieses Floß wäre jetzt das Anzeichen dafür, dass wir gleich bei Kuras angekommen sind. Oh, da habe ich mich getäuscht. Kann trotzdem nicht mehr weit sein. Hier. Das Floß ist es. Aber haben wir jetzt den Wegpunkt genommen oder nicht?
müssen wir eventuell nochmal zurückrennen. Ich guck gleich nach. Wir haben ihn nicht übersehen, das ist sehr schön. Bin mir da noch nicht so ganz sicher, habe ich den Weg mitgenommen oder nicht. Habe ich ihn schon gefunden. Da wäre ich beinahe fortgegangen. Ich wusste, dass da ein Gegner ist, ja? Und jetzt ist er so reinhaut. Jetzt hat er schon wieder einen Stab für den Stefan. Was hast du denn diesmal gefunden? Oh, ein King Lyric! Geil! Gratulation! Warum vertauscht du den nicht? Da kriegst du doch bestimmt was dafür. Lyric ist ja, würde ich mal sagen, mit Abstand der beste Stab für einen Summoner. Ich muss den jetzt nur noch mit guten Stats rollen, aber ansonsten. Ja, es ist der beste Stab für einen Summoner. Und jetzt gerade am Anfang der Season, wenn der gute Stats hat, könnte der richtig viel wert sein. Yeah.
Was hat er denn für Stats? Good evening. Also gerade die Level sind da interessant. Fünf Euros. Das ist ja interessant. Passiv und magische Skills kann das auch haben, ja? Idee. Leider Mana Stolen und Stärke. Ja. Schade. Oder? Da bringt ja nichts, oder? Brauche ich weg. 2 von 2 Summon. Poison Bone 1 von 2, das ist irrelevant. 2 von 3 Skelly und 3 von 3 Mastery, das ist ziemlich guter. Ziemlich guter. Also. Dafür kriegst du auf jeden Fall was Gescheites. Also, ich weiß jetzt nicht, wie die Preise jetzt aussehen, aber ich weiß nicht, letzte Season, so gerade so am Anfang, da hat so ein Ding bestimmt eine Wex oder vielleicht sogar eine Heilung gekostet. Keine Ahnung. Aber da waren auch alle vernarrt auf den Summoner. Letzte Season wollte jeder einen Summoner spielen. Warum auch immer. Also da habe ich ja auch für einen Skiller habe ich damals eine Ghoul oder eine Vex bezahlt. Am Anfang der Season. Schau einfach mal auf die Trading-Seite, was die dort wollen. Dann weißt du es ja ungefähr. Das ist eine Vex, ne? Wenn du jemanden findest, der ein ganz dringend haben will, dann vielleicht sogar mehr als eine Vex. Ich hätte nichts sagen sollen, ne? Erstmal Stefan geben, dann, hey Stefan, Gratulation, das ist eine Vex. Du machst schon Kaulwand auf Albtraum? Warum? Oder auf normal? Spiel doch einfach durch. Also ich meine mit dem Necro brauchst du keine Runs zu machen, bis du sag ich mal, auf Hölle bist. Move.
You have found. Stay a while and listen. You have found the book. Once the book has served its purpose, I shall delve into its secrets. Ich hasse diese Blizzard-Viecher, ey. Nerviges Viechzeug. Ein Guilaume. Wie auch immer man das Ding aussprechen soll. Der ist ja super, wenn man seinen Merc für Ubers ausrüsten möchte. Oder wenn man selber ein Melee-Charakter ist, der Ubers macht. Da ist der ja richtig gut. Crushing Blow, Deadly Strike. Thank you.
In hohen Rat gelegt, eigentlich ohne große Probleme, würde ich jetzt mal so sagen. Sag mal, Meister, ich muss noch bei Tap Titans irgendwas machen, oder? Ich versuche das hier noch schnell zu beenden, so in der nächsten Viertelstunde. Und dann schaue ich mal ins Discord rein. Hoffentlich haben wir Glück mit der Map. Dass sie nicht zu gigantisch ist oder. Oder zu verwirrend. Hier los? Will jemand down oder was? Von 20, ne? Wahrscheinlich noch Totem und Void oder so. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt zu Void kommen, das ist voll scheiße. Ich habe extra heute Nacht durchgeschlafen, weil ich dachte, im Plan steht zweimal Void. Was da, ja? Ich habe noch ein Totem, aber wenn ihr es jetzt unbedingt braucht, dann lock du ein und mach du es halt. Ansonsten dauert es bei mir jetzt vielleicht noch 10, 15 Minuten. Ich möchte jetzt hier noch den Wegpunkt holen, Mephisto legen und dann würde ich eine Pause einlegen. Sowieso, weil ich Mittagessen machen muss. Na, kann aber egal sein. Nichts zum Beleben da, okay.
Diese stübischen Puppen machen es auch nicht unbedingt einfacher. Ich würde da gerne durchrennen, aber die sind schneller als ich und sehr gefährlich. Hier ist Level 3. Jetzt fehlt nur noch der Wegpunkt. Besser. Das wiederbeleben. Da gibt's bloß die. Egal. Passt auf. Macht das erstmal vorsichtig, weil mit unserem Equipment sollte man da nicht zu sehr reinrennen. Nämlich gerne. Komm doch mal hier runter. Easy! Voll easy! Good journey, Mephisto. Give my regards to the Abyss. Das Video, wie gesagt, das haben wir
auf normal geguckt. Wir können das hier überspringen. Und dann haben wir Akt 3 geschafft. Easy peasy. Wie gesagt, ich würde jetzt ein kleines Päuschen einlegen. Ich muss Mittagessen machen, muss noch ein bisschen was im Discord klären. Und dann können wir hier nachmittags wieder weitermachen, ne? Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Follow da. Oder wenn ihr später auf YouTube seht, da gerne mal einen Kommentar oder ein Like oder irgendwie. Oder schaut einfach das nächste Mal wieder rein, ne Leute? Bis bald. Ciao.